V rámci projektu Společně k inkluzivnímu vzdělávání jsme navštívili základní školu Heinrich Zille Grundschule v berlínské čtvrti Kreuzberg. Tato škola je výjimečná svým přístupem ke spolupráci s rodiči žáků, kteří často pocházejí z odlišného kulturního prostředí. Ve videu vám přinášíme rozhovor s učiteli této školy. Dass wir eine Schule für alle geworden sind, hat eigentlich den Ursprung darin, dass wir mal gesagt haben, wir wollen keine Kinder mehr aussondern. Also vorher war es halt eher so, dass auffällige Schüler halt an die Sonderschulen überwiesen wurden. Und irgendwann haben wir gesagt, das ist doch eigentlich Quatsch, weil an den Schulen haben sie oft viel schlechtere Bedingungen. Wenn sie bei uns bleiben und wir uns auf sie einstellen, haben sie eine viel größere Chance, mithilfe der anderen halt auch sich zu verändern und mehr dazu zu lernen. Und das war so, glaube ich, für uns als Kollegium der ausschlaggebende Punkt. Und ich selber, also meine Geschichte dabei, ist halt auch, dass dann die Frage kam, traust du dir zu, ein Kind mit einer geistigen Behinderung aufzunehmen? Ich dachte, okay, ich muss mir das Kind mal angucken. Ich bin hingegangen. Es war ein Mädchen, was schon in einer Förderschule für Lernen, mit dem Förderschwerpunkt Lernen, bereits mehr als ein Jahr unterrichtet wurde. Und da habe ich halt gesehen, wie dieses Kind behandelt wurde in der anderen Schule. Und sozusagen, die kann seit einem Jahr gar nichts. Ich sagte, nee, klar, ich nehme sie zu mir. Also das war so der Anfang. Und dann haben wir das einfach gemacht, haben natürlich Probleme gehabt, immer wieder Schwierigkeiten. Und das war auch ein langer Weg, aber mit viel Unterstützung und am Anfang mit einer sehr guten Ausstattung auch, haben wir uns auf den Weg gemacht und haben immer wieder dazugelernt und gute Kollegen dazu bekommen, die uns einfach auch sehr viel gezeigt haben und sehr viel beigebracht haben. Und vor allen Dingen durch das Team haben wir immer wieder Sachen lösen können und voranbringen können. Ja, die Frage war ja, wie ist man sozusagen auch persönlich an diese Schule geraten? Ich habe ja vorhin schon mal kurz erzählt, ich habe in ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Ich habe in der freien Wirtschaft gearbeitet, ich habe in der Erwachsenenbildung gearbeitet und bin dann durch Arbeitslosigkeit quasi an die Heinrich-Zille-Grundschule gekommen, weil ich mich in Berlin und in Kreuzberg beworben hatte, ganz konkret. Und diese Schule war zu dem damaligen Zeitpunkt schon auf dem Weg zu einer integrativ arbeitenden Schule. Und das hat mir insofern gut gefallen, weil ich in gewisser Weise auch über meinen Familien-Background zu tun hatte mit Behinderung. Mein Vater war beinamputiert, also behindert. Ich habe ihn quasi als beinamputierten Vater kennengelernt, weil er sozusagen in den letzten Kriegsjahren schwer verwundet wurde. Und ich hatte während meines Studiums auch schon mit geistig behinderten Kindern Praktika abgeleistet, sodass ich ein großes Interesse an dem Schulkonzept hatte und demzufolge aufgrund der guten Vorarbeit auch der Kolleginnen und Kollegen, die hier schon gearbeitet hatten, quasi ich mich ein Stück weit schon in einer Schule wiederfand, die schon auf dem Weg war, integrativ zu arbeiten. Ich würde eine Sache gern voranstellen, und das ist das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass Inklusion im Herzen beginnt und nicht im Kopf. Das heißt, man muss sozusagen sich selbst aufmachen, wie Pauli vorhin schon gesagt hat, man muss sich die Frage stellen, kann ich mit behinderten Menschen arbeiten? Es ist ja nicht immer sehr leicht. Und will ich mich darauf einlassen? Und wenn das sozusagen die Startposition ist, dann ist, glaube ich, das Gelingen am ehesten möglich. Das heißt, nur mit dem Vorsatz, zum Beispiel der Unterschrift unter der UN-Charta, ist keine Inklusion zu machen, sondern man muss es wollen und man muss natürlich auch die Bedingungen dafür haben. Und für die Verbesserung von Bedingungen kämpfen wir auch heute noch in Berlin an unserer Schule, weil die Bedingungen sind alles andere als ideal. Aber unabhängig von diesen Bedingungen muss man eben halt wollen, und das wollen wir und das tun wir. Dadurch, dass wir
ja sowieso ein sehr weit gestreute Schülerklientel haben, müssen wir von vornherein immer differenziert arbeiten. Und dann sind wir halt dazu gekommen, haben gesagt, okay, wir machen ruhig Klasse 1, 2, 3 als jahrgangsübergreifende Lerngruppe zusammen. Und die Kinder, die dann da reinkommen, und haben halt auch speziell, haben schon auch gewisse Strukturen für diese JÜL, nennen wir sie halt, ja, JÜL-Klassen erarbeitet. Und dann ist es ganz selbstverständlich, dass halt die Kinder an ganz unterschiedlichen Stellen arbeiten. Nämlich ihrem, wir sagen immer, wir holen sie dort ab, wo sie stehen, ihrem Niveau entsprechend. Das kann manchmal so sein, dass die Erstklässler alle zusammen an einer Sache gerade sind, die Zweitklässler und die Drittklässler. Aber es kann auch genauso gut sein, dass von den Drittklässlern einer dasselbe macht wie die Erstklässler oder dass ein Erstklässler bereits das macht, was die Zweitklässler, weil der sehr leistungsstark ist. Also das vermischt sich dann. Und da haben wir bestimmte Methoden halt auch entwickelt oder sagen wir mal mehr Organisationsformen, wie zum Beispiel Lernstraßen, dass wir sagen, wir überlegen uns auch im Jahrgangsteam oder eben im Team der JÜL-Lehrer, welche Unterrichtswerke wir benutzen wollen, was halt sich bereits schon als gut herausgestellt hat. Das bilden wir ab für die Schüler auch. Sie wissen, aha, da muss ich anfangen. Also wenn, bei einer PowerPoint können wir euch das dann auch mal zeigen. Da fangen wir an. Wenn ihr in die Schule kommt und irgendwann da hinten sollt ihr möglichst ankommen beim Lesen oder beim Schreiben oder beim Rechnen, wenn ihr nach 3 Jahren dann in die 4. Klasse rübergeht. Und dann gibt es noch andere Pläne darunter von Kindern, die halt vielleicht überhaupt nicht auf diesem Bereich sind, aber die halt zum Beispiel schreiben lernen, heißt ja, ich muss meine Feinmotorik trainieren. Und ein Kind, was vielleicht jetzt geistig behindert ist oder auch körperlich behindert ist und nicht gut in der Feinmotorik ist, muss aber auch das trainieren. Und dann haben wir halt bestimmte Materialien auch, die das trainieren. Und so machen wir auch den Mitschülern klar, jeder hat hier seine Aufgabe. Ihr übt gerade das und er muss oder sie muss das üben. Und jeder macht seine Fortschritte. Das wird gelobt, das wird auch präsentiert, diese Fortschritte. Und jeder kann sehen, wie man halt langsam weiterläuft. Das ist zum Beispiel eine unterstützende Organisationsform für dieses Arbeiten, für das Inklusive oder Integrative. Ich bin da auch immer mit den Begriffen, ich würde nicht immer gleich sagen Inklusion, aber integrativ auf alle Fälle. Mhm. Also ich arbeite vornehmlich in den Klassen 4, 5 und 6. Und da relativiert sich das ein bisschen, was meine Kollegin gerade gesagt hat. Es relativiert sich insofern, als wir in den Klassen 5 und 6 sogenannte Notenzeugnisse geben müssen. Und der Durchschnitt dieser Notenzeugnisse wird später mal den Weg weisen, ob dieses Kind ein Gymnasium besucht oder eine Sekundarschule. Und das ist im Grunde genommen bei all dem, was wir an guten pädagogischen Arbeiten hier leisten, ist das ein Widerspruch zu dem, was wir eigentlich als gute Pädagogen erzielen wollen. Weil die Kinder werden durch dieses Notensystem eben wieder separiert. Und das ist eben halt, wie gesagt, nicht in Einklang zu bringen mit dem, was wir eigentlich als pädagogisches Ziel haben. Von daher sind wir in bei den älteren Kindern, bei der 5., 6. Klasse vornehmlich, in so einer ganz merkwürdigen Position, dass wir sagen, auf der einen Seite würden wir das gerne fortsetzen, was wir bisher gemacht haben, auf der anderen Seite ist aber eben halt der Druck da, dass man den Kindern eben halt den Weg vorgibt. Also wir vergeben damit Bildungschancen. Und das macht die Arbeit manchmal nicht leichter. Bis zur 3. auf alle Fälle nicht. Mhm. In der 4. Klasse ist es sozusagen noch Wunsch der Eltern. Also wir versuchen, abhängig auch ein bisschen von dem Team, die Eltern zu überzeugen, dass halt verbale Zeugnisse unserem System eigentlich mehr näher kommen und dass wir das gerne machen möchten. Also jetzt zum Beispiel in der 1/4 haben wir das, in 2/4 machen wir verbale Zeugnisse auch noch. 1/4 haben sich die Eltern dagegen entschieden, die wollten gerne Noten haben. Und Klasse 5 und 6 muss aufgrund der weiterführenden Schulen,
Noten bekommen, bis jetzt. Also wir sind da dran, vielleicht eventuell irgendwann eine Sondergenehmigung zu erhalten und das als ein besonderes Schulmodell aufzubauen, dass wir auch da keine Noten geben. Wir hatten das schon mal im Laufe der letzten 20, 25 Jahre hatten wir das schon mal eine Zeit lang, aber das ist leider auch wieder rückläufig gewesen. Also konnten wir leider nicht weiterführen. Das war im Rahmen vom Schulversuch nämlich. Um auf methodische Dinge zu sprechen zu kommen, in 5-6 arbeiten wir, oder auch in 4-5-6, arbeiten wir auch mit Wochenplänen. Diese Wochenpläne sollen die Kinder in den Stand versetzen, eben halt auch das Faktum Zeit in ihr Arbeiten mit einzubeziehen. Das heißt, dieser Wochenplan soll tatsächlich auch in einer Woche erledigt sein. Und dieser Wochenplan ist eben halt angesichts der Heterogenität dieser Klassen eben halt in unterschiedlichen Niveaustufen, mit unterschiedlichen Niveaustufen versehen, sodass die Kinder eine reelle Chance haben, das auch tatsächlich in einer Woche zu bewältigen. Das ist immer hängt von den Stunden ab, welcher Lehrer wann in der Klasse ist. Also in unserer Klasse ist es so, wir starten den immer dienstags und am Freitag muss er beendet sein. Und wir reden dann mit den Kindern drüber, wenn die Kinder ihn nicht geschafft haben sollten, woran es gelegen hat. Und versuchen dann, eine Lösung zu finden, wann beispielsweise Dinge, die nicht erledigt worden sind, nachgearbeitet werden können. Hin und wieder nehmen die Kinder das mit nach Hause, wenn wir gesagt haben, das ist einfach uns zu wenig, was du geleistet hast, das musst du noch nacharbeiten. Wenn die Kinder aber, was durchaus auch mal vorkommt, sagen, hey, da war so viel drin in diesem Wochenplan, so große Aufgaben, die wir haben bewältigen müssen, wir konnten das gar nicht schaffen, dann sagen wir natürlich als Lehrer auch, wenn wir den Eindruck haben, dass es tatsächlich so war, dann arbeiten wir das in dem Unterricht demnächst weiter. Oder ein Schüler sagt, er hat mit anderen oder hat irgendwelche anderen Aufgaben in der Zeit übernommen. Das muss man natürlich dann auch berücksichtigen. Also Anand ist das schwer mehrfach behinderte Kind. Und in diesem klasseninternen Helfersystem gibt es eben halt Kinder, die dann auch bestimmte Aufgaben mit dem schwer mehrfach behinderten Kind übernehmen. Und die sind natürlich in anderen Fächern dann ein Stück weit entlastet. Aber das wechselt auch immer. Das sind nicht immer die gleichen Kinder, die das machen, sodass auch Anand viel besser in der Klasse dann integriert ist. Ne? Inkludiert ist im besten Falle. Ich finde, dass wir also im Allgemeinen sehr guten Draht zu den Eltern der Kinder in unserer Klasse haben. Das zeigt sich auch über verschiedene Elternabende, die wir jetzt, also wir haben jetzt zwei Elternabende in der vierten Klasse gemacht. Und wir bemühen uns auf den Elternabenden nicht nur so als Forum der Informationsweitergabe agieren, sondern wir haben beispielsweise auch am Anfang, am ersten Elternabend, Interaktionsspiele mit den Eltern gemacht, damit sie sich besser kennenlernten und wir sie aber auch besser kennenlernen. Und Spiele, die Kinder halt auch hier vormittags gemacht haben. Also um sich besser kennenzulernen, weil die vierte Klasse ist ja die Klasse wieder, wo die Kinder aus verschiedenen Jö-Klassen dann wieder zusammengesetzt werden. Das muss sich halt auch erstmal eine soziale Gruppe wieder neu bilden. Und dann haben wir die ähnliche Spiele halt beim ersten Elternabend gemacht. Oder einen Wochenplan beim nächsten Elternabend. Mhm. Halt mal, also einen extra Wochenplan, auch den die Eltern bearbeiten sollten, damit sie mal kennenlernen, wie das ist, Wochenplanarbeit. Also einerseits sozusagen unsere Methode, die wir bei den Kindern anwenden, erkennen und andererseits selbst in der Situation zu sein, sie müssen eben halt verschiedene Aufgaben innerhalb einer bestimmten Zeit abarbeiten. Und das hat in aller Regel zu ganz guter Resonanz geführt. Also die Eltern haben, also zumindest einige, haben gesagt, das hat Spaß gemacht, das hat uns das näher gebracht, was unsere Kinder auch leisten müssen. Und das war ganz erfolgreich. Was wir auch tun, ist, dass wir unsere Telefonnummer beispielsweise weitergeben und sagen, also bis zu einer bestimmten Uhrzeit können Sie uns auch gerne zu Hause auch mal anrufen. Wir versuchen dann eben halt mit Ihnen, falls es Probleme geben sollte, diese Probleme im Vorfeld schon zu regeln, ohne dass möglicherweise dann Eltern erbost sich an die Schulleitung wenden oder gar an den Schulrat, um anstehende Probleme zu besprechen.
Ja, und dass wir halt also Elterngespräche auch regelmäßig durchführen. Also ist sowieso halt das Halbjahrszeugnis wird halt, wenn es verbale Zeugnisse gibt, durch ein Elterngespräch ersetzt im Halbjahr. Und da haben wir halt alle Eltern ja eingeladen. Und da führen wir das Gespräch dann, also immer, wir sitzen dann auch nicht zu, also wir sind drei Kollegen in der Klasse, sitzen zwei immer dabei und das Kind ist auch mit eingeladen. Also und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass eben halt das Kind auch mit dabei ist, dass man nicht nur über das Kind redet, sondern dass das Kind mitreden kann und bestimmte Dinge, die wir als Lehrer sagen, vielleicht auch mal konterkariert, indem es sagt, nee, das stimmt so nicht, ich sehe das anders. Und das ist eine ganz schöne Situation, weil das auch eine, also im günstigsten Fall eine sehr offene Gesprächswiedergabe dann gibt. Ne? Ja, also wir haben zum Beispiel soziale Spiele am Anfang. Soziale Spiele ist das eine, aber wir haben auch einen Klassenrat installiert. Das heißt, eine Stunde pro Woche sitzen wir in einem Klassenrat, wo alle Kinder die Dinge ansprechen können, die für sie von Bedeutung sind. Und wo Ausflüge geplant werden gemeinsam, wo wir über Projekte sprechen. In dieser Zeit überlegen wir, was man möglicherweise auch anders gestalten kann. Und es werden natürlich auch die Probleme der Kinder untereinander besprochen. Und das wird aufgeschrieben, das heißt, es gibt immer einen Protokollführer oder eine Protokollführerin, die schreiben die Punkte auf, die wir behandelt haben und in einer Woche später wird anhand dieses Protokolls nochmal nachgefragt, haben sich die Dinge, die wir besprochen haben, entweder geregelt oder sind wir auf einem guten Weg, bestimmte Dinge eben anders und besser zu machen. Zwei Kinder, nämlich die Klassensprecher, sind dann in einem schulweiten Gremium, das nennt sich Schülerrat, und die vertreten dann die Meinung der Klasse in diesem Schülerrat. Außerdem haben wir in unserer Schule eine sogenannte Schulassembly, eine Schulversammlung eingerichtet, wo alle Kinder der vom 4. bis 6. Jahrgang, aber auch alle Kinder vom 1. bis 3. Jahrgang sich mindestens zweimal im Jahr zusammenfinden und wo wir gemeinsame Dinge besprechen, die uns alle als Schule betrifft. Also in den unteren Klassen vor allen Dingen werden halt auch regelmäßig soziale Projekte durchgeführt. Also es wird ja bei euch auch, also in der vierten sind auch nochmal soziale Projekte, aber wir haben einfach zum Beispiel gerade jetzt in der Theaterwoche behandeln wir halt das Kinderbuch Das Wamperl und da geht es halt eben auch darum, Menschen, böse Menschen positiv zu machen. Ich sage es jetzt mal so ganz, ganz knapp und das ist halt auch Inhalt, dann das wird in Rollenspielen nachgespielt, wie würdest du dem Jungen, der ausgeschlossen wurde, helfen, was würdest du zu ihm sagen? Also wir sagen immer, gutes Sozialverhalten kommt nicht von alleine, sondern das muss auch initiiert werden, das muss trainiert werden, darüber muss gesprochen werden, das muss als Unterrichtsgegenstand auch behandelt werden. Und da kann man einmal eben ein Lernziel dabei ist es, ich lerne die Eigenschaften von Menschen zu erkennen und kann sie benennen und kann mich aber auch eben, wenn ich sehe, jemand ist traurig oder dem geht es schlecht oder der wird schlecht behandelt, wie kann ich darauf reagieren, dass es halt ihm wieder besser geht. Also das üben wir da gerade auch so richtig als Thema. Als Ergänzung vielleicht dazu, du hast es gerade angesprochen, in der vierten Klasse haben wir neben dieser einen Stunde, die wir in dem Klassenrat uns zusammensetzen, gibt es noch eine Stunde, wo wir auch ein Hauptaugenmerk auf diese sozialen Dinge lenken. Das heißt, wir haben im Grunde genommen in dieser Stundentafel zwei Stunden, die im starken Maße sich mit sozialen Hilfestellungen, mit sozialem Miteinander auseinandersetzen.